Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier in der Ringfeste und dürfen hier jetzt auch noch ein bisschen was verkaufen. Wir haben ein paar Sachen eingekauft. Wir wollen bei den Händlern ein bisschen für Ordnung sorgen und gucken jetzt mal, dass wir die Sachen, die wir eingekauft haben, jetzt verkaufen. Hier sind wir in der Ringfeste. Hier sollen vor allem Waffen und Rüstungen hin. Ja, deswegen gucken wir jetzt mal, dass wir die Sachen hier loswerden. Eisendolche. Aha, okay. Die Langbögen, wo haben wir die denn jetzt schon wieder her? Wir haben doch gar nichts eingesammelt. Die Langbögen, die sollten nach Gorath. Nach Gorath, ja. Die Stäbe wollen wir auch woanders unterbringen. Die Scharkrams weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich würde am liebsten auch irgendwas sammeln, natürlich. Aber das mit den Bögen wundert mich jetzt echt schon wieder. Wo haben wir die schon wieder her? Wir haben doch gar nicht gekämpft. Echt merkwürdig. Ja, da würde ich am liebsten zurückgehen nochmal. Und ich glaube, das werden wir auch tun dann gleich. Ja, wie gesagt, bei den Chakrams bin ich mir nicht sicher, wo wir die lassen. Und bei den Kutten dasselbe. Also da würde ich diese Seidenkutten, die würde ich ja eigentlich auch woanders hinbringen wollen. Ah, es wird ja noch mehr Dörfer geben und noch mehr Händler wahrscheinlich. Und dann können wir nachher wahrscheinlich sowieso irgendwo anders noch spezialisierte Läden erschaffen. Primitive Azurit-Beinpanzer. Ja gut, das kann jetzt alles hier rein. Ja gut, erschaffen, das hört sich so an, als könnte man hier, hätte man irgendeinen Einfluss darauf. Glaube ich nicht, dass wir da einen großen Einfluss drauf haben, auf das Handelssystem. Ich weiß nicht, wie ausgeklügelt das ist. Die Schilde würde ich dann jetzt auch hier eher verkaufen wollen. Auch wenn die magisch sind, ist vielleicht egal, oder? Aber mit den Bögen müssen wir echt mal gucken, wo die herkommen. Oh, die Wahrheit behalten wir aber. Warum wird denn abbrechen? Warum wird denn das nicht angezeigt, dass wir die ausgerüstet haben? Das ist doch unser Schild. Ja, dann brauchen wir uns um den Rest hier keine Gedanken zu machen. Konsumgut, da haben wir auch was. Achso, ja, die Sachen haben wir gekauft. Die sollten teilweise dann nach Kanorak gebracht werden. Achso, genau, das Handbuch der Kriegsgewalten. Ja, das kann hier auch weg. Okay. Das ist ja auch ungewöhnlich. Das ist ja auch selten, dass es so ist, wie das hier ist. So mit den Händlern. Ja, ich denke, das Eisenchakrams, die Eisenchakrams können wir auch hier verkaufen. Das sind ja auch Waffen. Naja, eigentlich die Zepter und so auch, aber. Naja, dieses ganze Magiezeug würde ich dann doch eher woanders hinbringen wollen. Mal gucken. So. Ich habe hier Schilde, Helme, Hämmer und Klingen. Genau. Schilde, Hämmer, Helme und Klingen. Ha. Ja, Chakrams verkauft er sowieso auch. Kleidung, ja, der hat ganze Rüstungen hier.
Von uns hat er bis jetzt bekommen Verschiedenes, hat er auch. Und von uns hat er bis jetzt bekommen hoffentlich nur Waffen. Ja, alles Mögliche an Waffen auch. Die Feienklingen auch und Lederrüstung. Okay. Dann verkaufen wir hier erstmal den ganzen Plunder. Und verkaufen außerdem noch... Was wollten wir noch verkaufen? Achso, nee, ich wollte nach dem Preis gucken. 199 kriegen wir hier auch für den großen Heiltrank. Also der hat auch gute Preise. Warum ist der eine Laden da so teuer? Warum ist... 199, das ist ja so viel, wie wir beim Alchemisten kriegen. Hm. Und bei dem anderen Laden kriegen wir nicht so viel. Bei den anderen Läden. Eigenartig. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall hier was Eindeutiges. Oh, hier geht's raus. Schildverpflichtete? Genau, dass wir hier immer so die Kriegssachen verkaufen. Ja, wer sich wundert, warum ich das mache, immer noch. Ich möchte nachher nicht irgendwie rumrennen und die Sachen zusammensuchen müssen, falls wir da mal irgendwas aus Versehen irgendwo verkaufen. Naja, und dann, ich mag es einfach zu sammeln und so weiter und eigentlich haben wir ja nur 300... Kilo, die wir, oder 300 Teile, die wir hier sammeln können. Das wird sehr schnell voll sein. Naja, ich spiele eben, oder? Ich habe eben Spaß am Spielen. Jetzt geht's wirklich nochmal zurück wegen der zwei Langbögen da. Ja, das ist ja gleich um die Ecke. Ja, und schon finden wir auch den Weg ein bisschen besser. Wenn ich daran denke, am Anfang, wie hilflos und verloren ich an dieser Stelle da war, bei der Feste, da wusste ich ja nie, wo wir lang müssen. Jetzt weiß ich schon. Hier geht's nach Gorhard. Achso, wir können ja jetzt wieder was einsammeln. Dann können wir ja unser Versprechen mal einlösen hier. Wir wollten uns ja um die kümmern. Ja, okay, wir wollten den Pfeil zurückbringen. Ja, den brauchen sie gleich nicht mehr. Waren das alle hier? Ach, du gehörst der falschen Legion an. Du leider auch. Finde ich auch nicht so toll, dass ich das jedes Mal mit euch wieder machen muss hier. Aber es macht Spaß. Ich spiele doch nur. Wow. Ach.
Der hat nicht viel ausgehalten, okay. Ja, schade, da ist wieder so ein Rucksack. Und ich würde mich so freuen, wenn man da den Rucksack doch aufheben könnte. Och ja, aber an für sich reicht es ja auch, was wir da haben. Was ist das, ein Schatz, den wir da finden können? Ja, Schätze finden. Da müssen wir ja noch 3, glaube ich, finden. Ja, dann sind wir jetzt gerade in der Nähe, dann holen wir den mal fix. Er dürfte ja nicht so schwer sein jetzt, wo wir wissen, dass da ein Schatz zu finden ist. Im Wasser. Ja, so muss das sein. Was ist denn da jetzt los? Was haben wir denn da für einen Segen jetzt bekommen? So habe ich mir das vorgestellt. Status. Effekte. Metarus Schutz, das ist doch eigentlich nur Lebensregeneration. Ja, 0,5 Lebensregeneration. Hm. Verkauft ihr hier zufällig irgendetwas? Was ist denn? Mittlerweile? Was ist denn nun schon wieder? Habt ihr uns nicht schon genug belästigt? Genau aus diesem Grund bevorzugen wir die Abgeschiedenheit. Ja, aber du willst mir was erzählen, nämlich über Odarath. Ja, diese Länder gehören noch immer den Feien. Aber sie sind nicht so gefährlich, wie viele glauben. Wenn man es schafft, der Wildnis zu trotzen, kann man sogar ein Vermögen machen. Na, dann lebt wohl. Wiedersehen. Du verkaufst auch nichts, oder? Ihr habt uns einmal überlistet, Fremde. Haben wir gar nicht. Nimmer wiedersehen. Haben wir gar nicht. Wir haben... Die behaupten einfach sowas. Haben wir doch gar nicht. Das ist glatt gelogen. Wie kommen wir? Da drüben kommen wir ins Wasser. Ah, und dann können wir uns auch noch ein bisschen um die Banditen da kümmern. Joa, ich sag's nochmal, es ist kein Tutorial. Wir machen keine Tutorials oder sowas. Also. So mag ich das. Ein paar Spezialangriffe wären noch cool. Ein paar mehr, meine ich. So. Karate. Ja, so ein bisschen. Kung Fu oder sowas. Ja, so. Richtig rumflippen. Wir flippen doch schon. Mehr. Was denn? Da ist doch schon alles drin. Wie meinte ich das irgendwie? Wir machen kein Tutorial, meinte ich. Wir... Ja gut, wir rushen nicht durch, wir machen kein Tutorial und... Ich mache einfach das, worauf ich Lust habe hier. Ich spiele das, ich genieße das einfach. Ich spiele das einfach. Lasst mich doch. Ich weiß jetzt schon, dass in den Kommentaren wahrscheinlich dann steht irgendwie so... Oh, okay... Du kommst nie zu Pötte, du wolltest doch dahin und jetzt gehst du schon wieder woanders hin und ach, das läuft ja hier gar nicht bei dir auf dem Kanal. Und dann sind nicht alle unsere Let's Plays so, wir machen doch immer das, worauf wir gerade Lust haben und dann, oh, sieh mal eine Höhle, was da wohl drin ist. Das machen wir doch immer. Warum habe ich bei diesem Titel das Gefühl, das irgendwie anders machen zu müssen? Keine Ahnung. Mache ich doch gar nicht, will ich doch gar nicht und mache ich auch gar nicht. So, jetzt habe ich Spaß hier daran, mal zu gucken, ob ich die hier auch meucheln kann. Und dann versuche ich das eben. Vielleicht klappt es ja, und wenn nicht, dann nicht. Thank you.
Genau. Habe ich schon gesagt, dass ich mir das so vorgestellt habe. Wir müssen ja langsam so das Gefühl mal bekommen, dass wir so ein richtiger Held werden. Unsere Lucrezia hier. Aber dann wird es ziemlich schwierig gleich, wenn wir nach Hakshi gehen. Ach, das schon, ja, aber jetzt haben wir den Schatz. Ich wollte den Schatz, jetzt habe ich den Schatz und ist doch okay. Hier soll irgendwo ein Blümchen stehen? Ich sehe aber keins. Ah, hier. Das Aalblatt. Aalglatt, das Aalblatt. Außerdem will ich mich auch so ein bisschen mit der Gegend anfreunden. Ach so, wir könnten die abmurksen, wenn wir H drücken, aber wollen wir ja nicht unbedingt, wenn es nicht sein muss. Ja, der tanzt doch nur ganz friedlich. Ein wundervoller Tag, ich bin begeistert. Hallo. Hallo. Wenn ihr Vorräte braucht, kann ich euch weiterhelfen. Den Birkenholz-Langbogen, den verkaufen wir mal. Und wo ist der andere? Den abscheulichen Langbogen verkaufen wir auch. Und wir kaufen... wir kaufen den Talisman des Elixiers. Ja, wir kaufen so die Sachen zurück, die wir hier gelassen haben. Talentbuch bannen. Ach, Geld ist mir egal. Ordnung ist mir wichtiger. Dann bezahle ich auch was dafür. Ach nein, jetzt haben wir den Langbogen gekauft. Den wollte ich gar nicht. Oh, jetzt wird es aber schon knapp so langsam. Ach so, die Sachen, die wir gerade gekauft haben, da war doch was, was wir aus Versehen gekauft haben. Oh? Eichenholzschutz, wo haben wir den denn her? Ach, da müssen wir aber gleich erstmal gucken, was das Schönes ist. Ach, oder ist das irgendwas zum Basteln? Das kann auch sein. So, gekaufte Gegenstände hier. Eichenlangbogen. So. Hoffentlich klappt das dann so. Und das Talentbuch, ja, wo wollen wir die Bücher dann unterbringen? Eigentlich bei der Bibliothekarin, aber leider kauft die ja nichts. Leider können wir da ja nichts kaufen. Auf bald. Auf bald, ja. Genau, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir festgestellt... Dann versucht es im Laden. In dieser Folge haben wir festgestellt, dass das Ganze nur ein Spiel ist. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was heißt denn hier nur? Ein Leben.